Ich bin beim Hersteller Forster. Einfach losfahren, schön reisen, günstig einsteigen. Genau das ist die Devise hier bei Forster, einem Aufbauhersteller, der sich auf CUV-Fahrzeuge, also tatsächlich auf diese kleinen Kastenwagen-Ausbauten, spezialisiert hat und auch im geringen Budgetbereich sich bewegen will. Das heißt, die ganzen Campingausbauten, die hier so stehen, bewegen sich rund zwischen 40.000 und 45.000 Euro. Und ich dachte, das schauen wir uns heute mal an. Wenn wir günstig in diese Mobilität oder in diese Caravan-Mentalität hier einsteigen wollen, was bekommen wir denn so für rund 45.000 Euro? Wir haben hier natürlich, wie immer, der Ducato ist das Aufbaufahrzeug schlechthin für die meisten Hersteller. Hier haben wir den 2,3 Liter Diesel mit 140 PS unter der Haube, serienmäßig normalerweise 120 PS. Aber wie ich hier schon auf der Aufpreisliste gesehen habe, für 770 Euro Aufpreis gibt es die 140 PS Variante. Keine Frage, nehmen wir gleich den großen Motor mit. Schauen wir mal kurz das Innenraum an. Sehr schön finde ich persönlich solche Lösungen wie ein elektrisch ausziehbares Trittbrett. Das nutze ich gleich mal, um hier in den sehr hell gestalteten Innenraum zu kommen. Hier sitzt sich auch auf diesen drehbaren Stühlen. Das sind diese Fahrer- und Beifahrerstühle, sind drehbar. Wir haben dann noch eine kleine Zweiersitzbank, die sehr schmal ist hier, mit einem kleinen Küchentisch, der dann auch wegklappbar ist. Finde ich angenehm, leider, und das ist so mein Punkt, der ein bisschen schade ist, dass man hier leider nicht normale Sitze hat, die wir nutzen können. Für Kindersitze zum Beispiel Isofix, das ist hier leider nicht machbar. Aber das ist halt auch eher tatsächlich ein Fahrzeug, was man eher als Pärchen nutzt, nicht als Familie. Was bekommen wir denn hier so eben für 45.000 Euro? Wir haben jetzt hier natürlich einen durchaus großzügigen Kühlschrank. Da geht alles Notwendige hinein. Wir haben natürlich auch eine Gasküche. Da können wir hier aufmachen, zwei Gasfelder zum Kochen. Wir haben hier unseren Wasserhahn, den wir haben. Sehr praktisch. Ja, und ich kann hier aufrecht wunderbar stehen. Das heißt also, zum Kochen ist das angenehm, praktisch und bequem. Dann räumen wir das Ganze hier mal schnell wieder auf. Eine Nasszelle ist hier so übrigens auch verbaut. Das heißt also, wir haben eine Dusche und eine Toilette. Wenn wir mal hier in den Innenraum schauen, sehr schön, Aufstellfenster tatsächlich, um Frischluft hineinzulassen. Wir haben überall kleine Ablagemöglichkeiten. Natürlich ist das jetzt nicht das hochwertigste Material, aber es ist sauber verarbeitet. Es fühlt sich wirklich sehr gut an. Hochglanzmaterialien haben natürlich ihren Nachteil darin, dass sie schlicht und ergreifend relativ kratzempfindlich sind. Damit muss man aber halt einfach mal ein bisschen in der Preisklasse leben. Und ich glaube, das tut man und akzeptiert man auch kein Problem. Dann hier hinten ist der Zugang in die Nasszelle. Schauen wir einfach mal kurz rein. Ich bin ja mit meinen 1,78 und wirklich großer Körperfülle immer so ein Thema. Passt man in sowas überhaupt rein? Schauen wir mal. Ja, ich passe wunderbar rein. Aufs Klo würde ich wahrscheinlich sogar auch noch kommen. Also ich könnte mich hier auch hinsetzen. Das geht. Ja, also das ist ja vor allem Frauen ist es sehr, sehr wichtig, diese Nasszelle dabei zu haben. Nicht auf einem Campingplatz, irgendwo in ein unbeleuchtetes, vielleicht nicht sonderlich gepflegtes Abteil zu gehen und seine Notdurft zu verrichten. Da zähle ich auch dazu, bin auch jetzt eher der Freund davon. Ablagefächer haben wir hier genügend. Es gibt sogar die Möglichkeit, einen Duschvorhang einzuklemmen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal nach hinten, denn hinten wird geschlafen. Der Zugang zum Bett kann natürlich von innen oder aber von außen erfolgen. Schauen wir aber von außen hin. Wir haben hier einen Thule Fahrradträger, der sehr robust ist, der gut angebracht ist. Dann die Flügeltüren, die wir hier haben. Die öffnen natürlich schön weit. Wie immer, jedes Fenster ist natürlich abdunkelbar, das ist ganz klar. Das sehen wir auch hier sehr schön. Ja, einfach einklipsen, dann ist es abgedunkelt, wunderbar. Die Schlafgelegenheit, natürlich in so einem, ja, sage ich jetzt mal Sprinter, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich würde mal sagen, für zwei Personen ist das hier sehr angenehm. Da drüben haben wir halt dann die Fläche, wo die Köpfe sind. Und hier auch mit Lattenrost versehen das Ganze. Staumöglichkeiten gibt es auch genügend hier. Wir haben hier übrigens den Zugang zur Gasflasche, der dann hier drinnen ist. Ja,
Wir sehen auch hier noch das Schranksystem, Leseleuchten. Was wollen wir eigentlich mehr? Und jetzt für 45.000 Euro oder sogar weniger, was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare.